Hey Leute, ich bin ein bisschen krank, allerdings habe ich euch einen Livestream versprochen und den wird es morgen am Mittwoch geben. Wir fangen ab 17 Uhr an, werden dann bis, keine Ahnung, 22, 23 Uhr Livestream. Ihr habt in diesem Livestream die Möglichkeit, gegen mich PES oder FIFA zu zocken. Ich werde den Stream eben lange machen, das heißt auch mehrere Leute können mitzocken. Also unbedingt mit reinschauen, ich freue mich auf euer Kommen und wir werden dann morgen hoffentlich gemeinsam gegeneinander zocken. PES, PS4, FIFA, PS4 und oder PC. Jetzt viel Spaß mit dieser Trainerkarriere-Folge. Let's go! Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der PES 19 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Es ist die erste Folge, die ich seit ungefähr 2 Monaten aufnehme. Die letzten beiden Folgen, die letzte Folge rechts oben am i verlinkt, die letzten beiden Folgen aber, die waren noch vorproduziert auf der alten Festplatte, die ja kaputt war, bla bla bla. Jetzt geht es wieder richtig los. Ich freue mich, eure Tipps kann ich umsetzen. Ihr habt mir nämlich geschrieben, ich soll die Trikotnummern ändern. Ja, der ein oder andere hat mir geschrieben, dass ich die Trikotnummer von Kroos ändern soll. Ich habe auch für Sané schon einen Vorschlag bekommen. Bale passt anscheinend so. Wir werden die jetzt mal schnell ändern und dann starten wir rein in unsere 2 Spiele gegen den VfB Stuttgart und gegen den ersten FC Nürnberg. Ich bin gespannt und ja, dann schauen wir uns nochmal die Tabelle an, bla bla bla. Ich freue mich echt mega, endlich wieder aufzunehmen. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht so gut sein werde. Ja, wir spielen ja hier auf Topspieler. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt dann direkt umsetzen kann, weil ich eben halt auch seit 2 Monaten fast nicht mehr gespielt habe. Ich habe zwar natürlich ab und zu dann ein bisschen privat gespielt und auch ab und zu hier natürlich die Stürmerkarriere jetzt die neue, aber das ist halt wirklich nochmal ein Unterschied zu dieser Trainerkarriere hier mit Bayern München. Und zwar haben mir der eine oder andere, wie gesagt, eben geschrieben, dass Toni Kroos seine alte Nummer zurückbekommen soll, die offensichtlich die Nummer 39 gewesen ist, und ich soll Leroy Sané, wo haben wir denn hier, die Nummer 19 geben, dann werden wir das auch so machen. Und dann würde ich sagen, lassen wir die anderen Nummern so, falls ihr irgendwelche Änderungsvorschläge habt, vielleicht das Bale was anders bekommen soll oder was auch immer, dann könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Allerdings nehme ich jetzt auch wieder 2 Folgen hintereinander auf, also ich spiele gleich 2-mal auch gegen Gladbach, das erkläre ich euch gleich. Ja, deswegen werde ich es dann nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Folge umsetzen können. Und in der nächsten Folge spielen wir 2-mal gegen Gladbach, einmal in der Bundesliga, 23. Spieltag und danach das Pokal-Viertelfinale. Das wird crazy verrückt, aber bestimmt gut. Ich würde sagen, wir blicken noch kurz auf die Tabelle. So, da sind wir angekommen in der Tabelle. Wir sehen, wir sind erster Platz mit einer besseren Tordifferenz, 17 Tore um genau zu sein, und sind mit 8 Punkten Abstand vor Dortmund auf jeden Fall auch ein gutes Polster. Wir spielen gegen Nürnberg, die ganz unten sind, Platz 17, und gegen Stuttgart, die Platz 9 tatsächlich sind. Gladbach, die Platz 15 sind, das ist auch krass. Also die hätte ich auch eher weiter oben eingeschätzt. Aber Bayern, Dortmund, Schalke, das ist auf jeden Fall krass, dass die hier oben sind. Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig dahinter, Hoffenheim, Frankfurt, Stuttgart. Auf jeden Fall, ich würde sagen, eine coole Tabelle. Ich bin gespannt, wir starten direkt rein. Ich bin mega hyped. Wird schon cool. So Leute, ich glaube, so sieht die Startaufstellung aus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich die so lassen soll, weil Toni Kroos hat so einen Balken nach unten und hier haben ganz, ganz viele so einen Balken nach oben, wo ich eigentlich sagen würde, hey, ich setz lieber den ein. Aber ich, wie gesagt, habe halt lange nicht mehr gespielt und hätte eigentlich mega Bock jetzt auf die jetzt in der Startaufstellung stehen. Deswegen, ich probiere es einfach mal. Weißt du, jetzt sind wieder so alle Balken nach oben und ich kann mich nicht entscheiden. Und nachher sind wieder alle Balken nach unten und ich habe ein richtig fettes Problem. Aber wir machen es einfach mal so. Die Auswechselbank gibt's ja auch noch. Und da starten wir rein. Let's go. Aber ich muss mich sowieso krass konzentrieren, um überhaupt gut zu sein. Und nicht so ein Pass spielen wie gerade eben. Und dann die Lücke in der Abwehr aufreißen. Genau das meine ich. Oh Gott. Neuer kommt da raus. Richtig riskant, aber er hat mir schon ein bisschen den Arsch gerettet, also hui. Schaut aber unbedingt bei der Stürmerkarriere vorbei, rechts oben beim i, die letzte Folge. Hui. Die Stürmerkarriere ist nämlich richtig, richtig krass, weil die ist auch bei Bayern und die ist mit Robert Lewandowski. Also das ist heftig.
Jetzt Lewandowski, unten ist Bale, ich muss den anspielen und jetzt muss er nur noch machen. Nein, das kann nicht sein, das war ganz, ganz schlecht von mir. Den muss ich eigentlich machen. Ich wollte nicht direkt abziehen, nicht mit rechts. Ich wollte ihn schön auf Bales linken legen. Dann habe ich mir auch nicht getraut zu lupfen, was ich im ersten Moment eigentlich wollte. Naja, und dann war es komplett vorbei. Ich dachte, vielleicht kullert er noch irgendwie rein, aber auch das sei mir nicht gegönnt gewesen. Das war schon deutlich stärker und besser. Und auch der geht leider nicht rein. Jetzt, oh, das kann doch nicht. Mann, der war nicht schlecht, das gibt's nicht. Toni Kroos hat hier direkt abgezogen, nicht angenommen wie in den letzten paar Spielen. Ja, da war ich eh eingespielt, da habe ich die Finesse-Schüsse da rausgeballert. Da kenne ich überhaupt nichts, das kann ich jetzt gar nicht mehr so gut. Oh Gott. Junge, stehen wir da schon wieder offen da hinten. Boateng war dran, in der Mitte trotzdem Gomez, Alaba mit der Rettungstat und Neuer. Nein. Stuttgart führt. Durch die Davi. Gott. Ja, das ist einfach echt, das ist ohne Spaß. Ich will mir jetzt nicht wieder rausgehen, aber das ist das, wenn man nicht eingespielt ist. Also den kann man schon verteidigen. Hinten wenige Männer, Alaba mit der guten Grätsche. Dann rennt Neuer da auch noch mit rein. Dadurch prallt der Ball dann irgendwie zu Didavi ab. Wäre Neuer gar nicht mehr gewesen, hätte, glaube ich, irgendein Bayern-Spieler den schon unter Kontrolle gekriegt. Oder ich hätte Alaba nicht zur Grätsche ausholen sollen, sondern nur Neuer. Ja, das war nicht so gut gelöst. Vor der Halbzeit nochmal eins kassiert. Das ist auch nicht so geil. Das kann nicht sein. Komm. Ja, der ist drin. Und es erzählt, 1:1. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, vielleicht gibt er Abseits, vielleicht gibt er irgendwas. Erzählt, er war drin. 1:1. Das war ja ein Kacktor vom Feinsten. Aber drin ist drin, würde ich sagen. Leroy Sané kriegt den Ball nicht über die Linie und ich muss mir jetzt echt mal angewöhnen, wieder einfach stärker zu schießen. Das war wieder so ein lascher Schieber da, das kann nicht sein, ne? Und jetzt dresch ich den übers Tor. Das kann echt, das kann nicht sein. Mann. 2:1 Stuttgart. Platz 9, der VfB hat Bock. Ich mach's nicht gut genug. Einmal zu schwach, einmal zu stark. Verteidigung ist bei mir gerade sowieso gar nicht gut. Und Stuttgart führt. Zum zweiten Mal. Alter, Jerome Boateng, warum bist du da vorne, Mann? Ich wollte eigentlich Coman passen und dann ist Boateng da einfach und ballert ihn daneben. Oh mein Gott, noch 10 Minuten, wir liegen hinten. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Schwacher Schuss, schlechte Position. 7 Minuten noch, ungefähr. Für Minimum ein Tor. Toni Kroos. Toni Kroos! Eine Minute gibt's noch und dann Nachspielzeit, hoffentlich noch ein paar. Der Torhüter lässt sich Zeit und es gibt 3 Minuten und das war's. Erstes Spiel seit 3 Monaten und es ist eine Niederlage. Fuck off. Die Davi und Ivo. Und wir haben nur ein scheiß Eigentor von Ron-Robert Zieler gekriegt. Das war echt nicht schick, das Tor. Gott, 18 Schüsse, 10 aufs Tor. Einer drin. Und der eine war auch echt noch scheiße. Alaba muss vom Feld mit einem roten Balken nach unten. Ist das nicht so geil. Ebenso wie Tolisso, Wagner auch. Da bringen wir einfach mal Coman rein und
dann Süle für Alaba, dass wir noch einen Verteidiger haben. Können wir Martinez spielen lassen. Und ansonsten ist die Fitness gar nicht mal so geil. Ich glaube, ich lasse Robin von Beginn an spielen. Und sonst würde ich sagen, lassen wir die Aufstellung so gegen den 1. FC Nürnberg. Ey, soll das denn? Gelbe Karte. Für wer ist es? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Thiago eins abbekommen von Behrens. Ist auf jeden Fall ein Foul. Das war nicht so cool. Lewandowski relativ durch. Wird da ziemlich bedrängt. Und deswegen der Schuss auch so missglückt. Oh mein Gott. Toni Kroos hat ihn sich hier schön geholt. Der Pass war auch nicht schlecht. Und dann Lewandowski mit einem wirklich verunglückten Schuss. Oh, James Rodriguez, Bombenschuss und Lewandowski, auch nicht schlecht. Ach komm, Martinia hält einfach so gut wie in echt. Das ist doch ein Prank. Ach, das war aber nix. Dafür pfeift der grad, Alter. Was? War einfach mit dem Fuß zum Ball gegangen. Was will der denn von mir? Mann, hör doch auf zu faulen. Gib mir direkt rot. Mann, ey, das kann echt nicht sein. Also es ist schon ein bisschen traurig. James Rodriguez lassen wir jetzt einfach mal schießen, weil er den besten Wert hat. Aber es ist echt schon ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Latte. Komm, bitte. Ach Mann. Toni Kroos, jetzt Toni Kroos. Oh. Ey, wir sind echt wie Bayern in echt. Wir kriegen es nicht hin, gegen Nürnberg in Führung zu gehen. Das ist so ein Kack. Gerade schon gegen Stuttgart verloren. Das ist ja schon traurig. Und jetzt gegen Nürnberg auch noch, oder was? Danach spielen wir zweimal gegen Gladbach. Wie soll das denn ausgehen? Martin, ja, na klar. Der Typ ist einfach krass. Hauptsache, die machen's nicht. Hauptsache, die machen's nicht. Und sie machen's. Das kann nicht sein. 1-0 Nürnberg, 10 Minuten vor Schluss durch Wura. Keine Ahnung, wer das ist. Nürnberg macht den Treffer. Dadurch, dass ich nicht eingespielt bin, geht die Karriere den Bach runter. Entscheidung. 2-0, wir haben gegen Nürnberg auch verloren. Behrens macht das Tor, der hat schon gelb seit der ersten Minute. Und ja, das war's jetzt. Wir kriegen es nicht hin, ein Tor zu machen. Schon seit dem Anfang an. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass wir es jetzt noch hinkriegen, 2 zu machen. Geschweige denn 3. Also von daher war's das. Guck. Ey, der muss doch eigentlich aufs Tor geballert werden. Was ist das denn? Aber gut, ich nehme das so hin. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich muss mich einspielen und keine Ahnung. Ich kann den Schwierigkeitsgrad stelle ich nicht runter, das mache ich nicht. Wir sind eigentlich besser, wir kriegen den Ball nur nicht über die Linie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass ich mich einspielen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich krieg den Ball nicht über die Linie. Gladbach gewinnt gegen Schalke mit 3-1. Das ist auch interessant. Dortmund konnte auch nicht gewinnen, deswegen ist immer noch ein kleines Polster da. Von 6 Punkten, Schalke immer noch hinter uns. Zweimal hintereinander verloren in einer Folge und das ist die erste Folge, die ich jetzt endlich wieder aufnehme. Ich hatte richtig viel Bock auf diese Folge und dann verliere ich zweimal. Das läuft. Nächste Folge, zweimal gegen die gleiche Mannschaft, zweimal gegen Gladbach. Keine Ahnung. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.